schreib gerade mal auf, weil wir da Halluzinationen. Nein, ich habe ihn auch gehört. Hundertprozentig. Einhundertprozentig. Ich laufe aber gerade. Ich hab ihn nicht laufen. Da steht jemand. Bist du das, der im LKW steht? Nee. Ich denke, du bist, dass ich da im LKW steht. Ich stande doch im Haus. Was? Nee. Ich stande bei mir im Haus. Wie habe ich dich denn bitte schön getötet? Na, über D-Sync, Alter. Oh, ist das behindert, ey. Jetzt steht da mein LKW. Oh, nein. Hier liegen drei Koffer. Nimm mal meine Waffe mit, bitte. Ich weiß ja nicht, wo die liegt. Ja, auf Boden? Hä? Was? Hä? Hey, ah, hier ist die. Gut, hab sie. Ach, wie ärgerlich ist das denn? Jetzt hab ich einen verbündeten Schuss. Auf meiner Liste. Was kann man, glaube ich, so tarnen, dass... Wie... wirklich jetzt? Ich hatte jemand beim LKW beim Einsteigen, gell? Also so neben LKW. Also ja. Haben wir den gerade knack gehockt. Und da hab ich dich gefragt, ob du im LKW stehst. Sagst du nein. Hab ich geschossen, warst du tot. Der Hammer. Der absolute Hammer. Der absolute Hammer. Welche Stadt ist denn jetzt, naja, wie macht man das jetzt? Irgendwie muss ich ja zu dir runterkommen, gell? Ja. Weil ich aber ja mein LKW mitnehmen muss. Ich kann auch die Munition so nicht aufladen, wenn ich, oder ich hab's schon. Na, wie viel Magazine hat? Das wird doch dann zu den Magazinen mit dazu gezählt. Ach so. Ja, liebe Leute, wir müssen jetzt mal überlegen, wie wir das jetzt am dümmsten machen. Gib's mir mal bitte einen Schlüssel für den LKW, ich schon mal. Kann ich schon mal das Zeug reinlegen. Nicht, dass es mir soll ich dir den geben? Ach so. Ja, das ist das Problem. Ich muss ja runter zu meinem LKW. Aber ich weiß nicht, wo deine Waffe ist, wenn ich ehrlich bin. Echt, ich hab die aufgehoben, aber ich hab's nicht. Nein, dem Rucksack bestimmt. Nee. Echt nicht? Ich hab nur dein Magazin. Komisch. Du hast 30 Schuss Magazin gekauft. Ja klar. Okay, dein Magazin habe ich, deine Waffe nicht. Das ist komisch. Das ist wirklich komisch. Ah, sinnlos. Alter, ich hasse sowas. Ich hätte wahrscheinlich meine Waffe vorher in den Rucksack packen müssen und deine dann aufnehmen. Ja, das kannst du. Na gut. Was macht man jetzt? Das sage ich auch. Jetzt haben wir eine Waffe weniger. Die Waffe ist nicht so dramatisch. Mehr macht bei einem LKW mehr Sorgen. Entweder wir machen es so, dass wir auf die Limousine scheißen, ich jetzt mit einem SUV runtergebrettert komme. Und noch ein SUV. Achso. Ich habe doch einen noch in der Garage. Und der fährt nämlich relativ. Und die lassen wir dann hier. Und den. Ne, nicht der SUV, wir lassen die Limousine dann hier. Oder ich leih mir einen Quad und bretter mit dem runter. Oder das machst du, ja. Dann mach ich das so. Die Frage ist, von wo ich jetzt schneller bin, von Kavala oder von Atira? Ich denke eher Kavala, würde ich jetzt denken. Ich denke es fast hoch. Oh, was ist das? Wieso habe ich dich da eigentlich getroffen? Ich hab keine Ahnung, ey. Ich stand da echt im Haus. Und hab halt gesammelt, kannst du ja auf der Aufnahme. Ja, bei mir waren alle Türen verschlossen, gell? Ich hab die auch hinter mir wieder zugemacht. Achso. Toll, scheiße, ich wissen, dass ich deine Waffen nicht nehmen darf. Naja, egal. 20.000 macht es jetzt auch nicht fetter. War ich jetzt hier eigentlich? Was du jetzt hier machst? Ja. Warten, bis ich da bin. Keine Ahnung, hast du ja meinen LKW-Schlüssel nicht, das ist ja das Problem. Ja, es tut sich schon mal warm. Hier geht's ja wieder los. Wieso? Hat gerade einer ein Hemmet neben der Straße gestellt bei Kavala. Es sind einfach mal 12 Leute geführt vom Ordnungsamt. Der hat gerade Polizisten geflamed. Ja? Der hat gesagt, er soll bitte mal sein Auto da wegstellen. Und der hat gesagt, soll ich das große Ding hinstellen, du Vogel.
Ja, keine Ahnung, der wollte den jetzt wegfahren. Und was weiß ich. Wow, interessant. Haben wir ja aber ganz schön was am Marktplatz gemacht, du. Also irgendwelche 12-jährigen Polizisten. Jetzt sind auch meine NV-Kugels weg, gell? Oh, oh scheiße. Das ist jetzt ein Merk, wie sind der Rucksack ist ja auch weg. Also es ist mehr als 20.000, also sind schon mal deine 40.000. Jaja. Ich meine, kommt gar nicht mehr auf den Marktplatz. Ist halt so, als sind es noch 40.000, die du da verloren hast. Hilfe! Ja. Was soll man, was soll man so ein Scheiß wissen? Das finde ich auf einen Schieß, der gar nicht steht, stirbt. Ich bin gerade zu blöd auf den Marktplatz zu kommen. Aha. Oh, oh, hier. Der ist aber groß, der Eingang. So, gut. Bankautomat. So, Waffe 20.000. Rucksack 5.000. Ein Vorguck 10.000, 35.000. Da ist noch Akku. Also, hey, wie viel Magazin hast du? Ich habe nicht nur 31er. Ich hatte ein paar. Ja, das auch schon. Kohle verschwindet. Wie im Flug, ja. Also ich habe hab 31er. Nee, später vielleicht. Ja, 31er habe ich. Die anderen Zeit werden mir nicht angezeigt. Ich habe ja auch laut Dings. Ich habe mir auch 7 Stück gekauft, damit laut Dingensbummes habe ich nur 4 16er. Natürlich blöd, ne? Sonst, oh, scheiße, wo ist das alles hin? Das ist halt Arma, gell? Meine Spitzhacke ist auch weg. War das noch nie eine Spitzhacke? Klar, ich hatte mir doch eine gekauft. So. Natürlich, du bist gestorben, deswegen ist doch alles weg. So, ich brauche aber doch noch mehr, das ist doch mehr als 40.000, wahrscheinlich. Oh, scheiße, ey. Das kriegen wir jetzt, das kriegen wir jetzt durchs Fahren nicht mehr raus, gell? Wenn du überlegst, 30.000 Lizenz, 40.000 verloren, das sind 70.000, so wir kriegen wir niemals jetzt raus, wir fahren. Ach, wo steht hier der fucking Autohändler? Minus 0 FPS, Alter. Geht weg. Scheiß Polizist. Machen wir die Goggles an. Ja, das war natürlich unerwarteterweise ganz schön behindert. Fährst du mit dem Quad runter, ja? Ich fahr da mit dem Quad runter, ja. Entschuldigung, mal ganz kurz eben. Sonntag ist unser Erholtag. Spielt Arma. Was? Ich wollte nur eben Bescheid sagen. Ach scheiße, Mann, das ist doch kacke. Was ist das? Naja, nützt ja alles nicht. Ey, das ist aber scheiße! Ja, das ist aber ganz schön krass, ey. So. Wieso hab ich dir auch einen One-Shot gegeben? Ich hab nicht mal auf den Kopf geschossen, ich hab auf den Bauch gezielt. Ja, weil den Arm immer One-Shots gibt. Ja, aber nicht, wenn du da nicht stehst, nicht. So. Alter, laut Arma habe ich durch einen dicke Steinwand geschossen, ja? Ja. So, alles klar. Ich hab mein Quad. Nichts an. Auf geht's. Hit Inventar habe ich Cannabis. Kann man das einsehen als Polizist? Ja. Oh, Alter, die fahren hier wie die Rautis, ey. Wie viel Geld hast du jetzt eigentlich noch? 1,35 Millionen oder so. Scheiße, Mann. Wir brauchen dann ja trotzdem noch 10.000 für einen Großhändler. So, wie fahre ich jetzt am besten? Weißt du, was mich nervt? Warten. Zusätzlich habe ich jetzt auch noch, dadurch, dass hier jetzt Geld verlassen, wenn ich den Schießern Polizist anhält, habe ich jetzt einen Point getroffen, gell? Ja, ich weiß. Aber steht ja da, dass ich dich erschossen habe? Wenn ja, dann kannst du sagen, dass es einfach ein Bug war.
Dann müssen wir sagen, ich weiß nicht, ob da steht, ob ich dich erschossen habe. Wenn ja, dann sagst du einfach, das war einfach ein Sound, nicht wissen, kann man das sagen, das war einfach ein Bug. Und ich hab dich, ich hab gar nicht auf dich geschossen. Sondern ich hab gedacht, ich hab was gesehen im Gebüsch. Nee, das hört sich doof an, dann haben wir einfach so geschossen. Sag einfach, ich hab meine Waffe ausgetestet. Und wollte mal in die Luft schießen. Und, du standest auch ganz anders, ich hab dich voll weggenatzt. Sag ich einfach. Aber machen wir jetzt zum langen Pause, damit die Zuschauer sich antun müssen. Ja, naja, Zuschauer, ihr habt ja meinen, ich weiß nicht, ob ihr das auf der Karte gesehen habt, den Weg, den ich ungefähr grob eingeplant habe. Auf jeden Fall, ich fahre jetzt über den Waffenladen, zum Cannabisfeld. Wird sicherlich ein bisschen dauern. Oh, noch was so Schönes. Also du gehst erst aufs Waffenfeld, ja? Ja, der ist doch, der liegt mehr oder weniger auf dem Weg. Und den hättest du auch wirklich Erzähler sparen können. Was hätte ich sparen können? Den Erzähler hättest du sparen können, wenn du jetzt mal dahin fährst. Nee. Ich fahr bald zu dem Waffenladen. Achso. So, achso. Ich lieg jetzt hier im Gras und kann nichts machen, weil. Ja. Doch, ich kann nicht mal Farben mein Auto legen. Das kannst du. Ja gut, liebe Zuschauer, wir sehen uns dann. Bis dann. Tschüss. Hallihallo. Nach dem zwischenzeitlichen Unfall sind wir wieder da. Ja. Ich bin mit Quad hier abgebrettert, weil er schon einmal mich für den Schäben habe. Ich habe aus den Schildern gefahren. Mit meinem Quad. Erst Quad ist dann noch gefahren, auch wenn langsam. Hast du übrigens noch Toolkits dabei? Ja, ich habe glaube zwei Stück gekauft. Und hab jetzt haben wir gemütlich Cannabis gesammelt. Und fahren jetzt zurück zur Fähre Edelung. 6 Kilometer, liebe Zuschauer, heißt wieder. Sinnlos. Weltall. Auto. Oh, oh! Was jetzt, ne? Passt, das brauchen wir nicht, genau. In der Zeit könnt ihr euch ja mal Kevin Costners Techno World anhören. Ja. Gibt's leider nicht auf YouTube. Echt nicht? Nee, hab schon geguckt. Wenn ihr es irgendwo findet, ist es von heiter bis wirklich das Lied. Sehr amüsant. Ja. Komödiantisch. Komödiantisch. Andi, genau, unser Tipp, nebenbei, so wenn jetzt, wenn ihr denkt, oh, schon wieder dasselbe, dann macht man neue Tab auf, guckt mal nach Kevin Costners Techno World, oder ein Mann allein. Ne, wir gehen uns im Moonlight an. Tiny Tim. Auch sehr amüsant. Das ist echt ein sehr amüsantes, lustiges. Ich war gerade ohne NV-Goggles. Ich fahr grad ohne dich, aber dafür mit den V-Goggles. Wenn die Bullen jetzt kommen, bist du weg. Ich bin dich auch so. Ich nehme die einzige Straße, die es gibt, von Cannabisfeld bis Zivilisation. Das ist das Problem hier, gell? Ja. Deswegen fahr ich halt vor. Ist natürlich blöd, wenn jetzt ein Heli kommt, aber ich hoffe es einfach mal nicht. Deswegen hast du ja das Licht aus. Genau. Nur, dass die auch in V-Goggles haben können. Haben sie auch. Da muss man nach links abbiegen, ja, gell, ja, das war ja die. Ah, hier ist das umgefahrene Schild von Novo. Ja, Radfahren war ganz schön spannend. Glaube ich. Alter, nicht zu schnell fahren. Obwohl, geht. Die Karre lenkt kaum. Ja, ja, ich hab mal schon das Gefühl. Ich hab... bin wow. Was denn? Naja, wenn die mal bergab zieht, Alter, dann geht's richtig ab. Ich bin gerade bergab mit dem LKW 110 gefahren. Was? Nö. No. Ging voll ab. Und hier, wenn die British Box am Rande der Zivilisation. Was für eine Box? Predigtbox, kannst du reinpredigen. Wer macht denn sowas? Kannst deine Sünden da lassen. Ich hab keine Sünden. Ja doch, du hast gerade paar Kilo Koks, Cannabis gepflückt. Macht doch nichts. Man muss ja auch wissen, wo man bleibt. Das stimmt allerdings. Essen ist gleich am Ende.
Boah, Alter, das ist die Karre. Die fegt aber auch manchmal. Hallo, Julia. Da ist ja. Zum Abbremsen aufs Feld fahren. Das Beste mit dem Auto. Jetzt sind auf 7 km/h runtergesetzt. Das stimmt. 2 Kilometer bei mir noch und bei dir? Keine Ahnung, ich hab nichts gesetzt. Jetzt bin ich Stadt, jetzt mache ich wieder ein Fokus jetzt an. Und Licht aus. In der Stadt? Nee, gut. In der Stadt würde ich mit ein Vorgucken zum Licht anfahren. In der Stadt kommt der häufig einer entgegen. Naja, deswegen, ja. 1,5 Kilometer bei mir noch. Ey, wie die Karre zieht! Herrlich! Aber nur kann man Break machen. Oder ich Witze. Ich bin da irgendein Schild umgefahren, glaube ich. Aber meine Karre lebt noch. Oh! Scheiße! Was denn? Licht kaputt! Und die Le- Nein! Hast du Karre zerfahren oder was? Nee, aber es zieht leicht nach rechts. Was heißt leicht? Ganz stark nach rechts. Aber die zieht jetzt stark nach rechts. Die Karre, ich kann nicht mehr ordentlich fahren. Hast du noch ein Toolkit dabei? Ja, ich dürfte noch welche dabei haben. So, ich mache jetzt irgendwas Licht an. Wo bist du genau? Wie in Ferrari. Was? Die genau am Eingang von Ferrari. Ach so. Genau, wenn die Straße links hoch geht. Wenn mein linker Reifen ist kaputt. I need help. Ich gebe Gas. Lieber Michael. Schuhmacher. Okay, Gas. Auch ein schönes Lied. Wie ist das? Von den Ärzten. Ach so. Oh, ja, mein Wheel ist kaputt. Sonst geht alles noch, also Licht und Wheel nicht. Ja, Licht ist mir egal. Ja, brauchen wir nicht. Also ich esse mal was so lange. Genau, Hasenfleisch. Nimm, Hasenfleisch. Nimm, Hasenfleisch. Hasenfleisch. Ach ja. Was, siehst du mich? Nö. Wieso sagst du nach hier? Weil ich jetzt erstmal weiß, wo ich bin. Wo sind sie denn? Und genau, ich bin... Oh, genau, ich bin... Oh. Was denn jetzt? Ich hasse das, gell? Wenn du auf deine Map guckst und nebenbei aber fährst... Wo bist du eigentlich jetzt? Ich bin jetzt an der Kurve vor Eingang Terrari. Ach so, schon? Ja. Mensch. Aber was ich sagen wollte, wenn du auf die Map guckst. Warte, kommt er doch. Ich stehe hier. Ich weiß. Grüß dich. Na, Benz. Geh sie weg von meinem Auto. Was? So, Ja, Kai, kann ich mal ein Schlückchen trinken? Machst du richtig. Pass auf, jetzt werde ich überfahren. Das wäre echt lustig, muss ich gestehen. Würde zwar echt nervig sein. Die Folge ist, keine Ahnung. Ja, die Folge ist dann vorbei. Wir machen dann einen Break, nachdem ich mein Auto repariert habe und erstmal mein Feuerwehr was von der PTW umgestellt habe. Weil Einzelschuss will ich nicht. So. Oh, was habe ich eigentlich mit der PTW drinne? Mach kurz mal aussteigen. Volle Bute. Ja, gell? Volle Bute, bitte. So, du wo kannst, müssen wir jetzt kannst, langfahren? Na, hier links her. Hoch und dann rechts. Alles klar, machen wir mal kurz einen Break. Wir sehen uns beim Genau, bis gleich. Tschüss.